Ist das das Bimmeln vom Hype-Train? Was ist das? Was? Schon. Dixano schreibt, ich merke schon, wenn ich Aki verführen würde, müsste ich einen schicken Nugget-Weg vom Eingang bis ins Schlafzimmer streuen. Und er hat recht. Er hat so recht. Aber dann würdest du mich halt Nuggets fressen, aber erst auf dem Bett sitzen haben. Also für mich ist das okay, aber... Oh, habe ich im Stream erzählt, dass ich mir einen Totenkopf kaufen wollte? Was ist das denn? Weiß ich nicht mehr. Kann das bitte jemand klippen? Ich hab gerade die Verpackung eingeatmet. Ich kenne einen Fahrradwitz, aber den Fahrrad... Aber den Fahrrad ich nicht? Ach, oh Gott. Alter, hat das gedauert. Vielen lieben Dank für 5600 Follower auf Twitch und für über 100 Zuschauer. Leute, ihr seid der Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das mit diesem Bild noch, von wo einfach jemand mein Logo tätowiert hat. Dankeschön. Ich muss wirklich dazu sagen, vor einem Jahr, wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, Junge, irgendwann sitzt du da und du denkst drüber nach, Social Media hauptberuflich zu machen, dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ich als blinde, schwerstbehinderte Streamerin aus Leuchtturm City. Guck mal, da fällt sogar Montana Brad vom Mikrofon. Krater und Gipfel heißt ihr Konzept, das eine Kerzenflamme für blinde und sehbehinderte Menschen erfahrbar macht. Ich kenne noch ein ganz anderes Konzept, was man mit Kratern und Gipfeln... Ich möchte ganz kurz was von meiner Moderatorin vorlesen. Und zwar, ich möchte gerne Grüße an deinen Gast von meiner Tochter ausrichten lassen, bitte. Die ist fast komplett eskaliert, als sie ihn gesehen hat. Oh. Oh Gott. Super, super, super liebe, schöne Grüße. Und ganz, ganz viel Liebe geht zurück an deine Tochter. Und natürlich auch an alle, die gerade im Chat sind. Logischerweise. Ganz viel Liebe. Super. Ja, ich weiß, jeder Mensch, der etwas spielen oder singen kann, scheiße, der spielt Wonderwall. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Außer den hier. Tinkerbell. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah, und wir bleiben wach, bis die Wolken lila lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken lila lila sind. Oh, bis die Wolken lila lila sind. Mit klarkommt, sich selbst anders einschätzt und wenn man eine andere Lebenseinstellung hat, zu sich selbst, dass das auch, also mir wurde das zumindest erzählt, dass es weggehen kann. Da war auch Fälle, die haben das halt, ja, weiß ich nicht, länger, weil diese Selbstliebe einfach nie da ist. Also der Moment, in dem du anfängst, dich selbst zu lieben, richtig selbst zu lieben, aufrichtig und dir alles andere scheißegal ist, dann bist du mit deinem Borderline durch. So hatte meine ehemalige Therapeutin mir das. Ich mag mein Bett und meinen Gamingstuhl. Ja, was anderes sieht mein Hintern auch nicht. Also nicht, dass ich das wollen würde. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der besten Community auf Social Media. Das liegt ein bisschen an mir. Aber vor allen Dingen an dieser großartigen, mega hammergeilen, obersexy Community. Und Chat, ja, ihr seid sexy. So ein Ding ist das. Das war jetzt etwa. Und zum anderen habe ich auch gerade Videos für die Frage gemacht. Und auch da wird es TikTok-Content geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, wenn die Videos hoch sind und ich werde euch natürlich auch davon berichten. So, ihr bleibt an der Nase und hier nehmt ihr das Dreieck so, dass ihr... Jetzt habe ich meine Community schon wieder den Mittelfinger gezeigt. Und dann schnackst du kurz irgendwie noch und dann willst du dein Getränk trinken und dieser ganze Pappstrohhalm zerfällt dir in der Fresse. Instant! Und du hängst da. Was ist das? Da könnt. Stullen, Andi. Moini. Ich hätte Einhornklopapier, was glitzert. Oh mein Gott! Ich meine, oh mein Gott.
So, und die Leute glauben das so. Wow, voll die Reise, war das nicht gefährlich? So, ne? Und manchmal sage ich halt auch so, ja, ich sehe asiatisch aus, aber ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Meine Mom kommt zum Beispiel aus Mexiko und mein Dad aus Marokko. aber vielleicht war unser Postbote ja einfach Asiate oder so. Ich gehe schon sehr offen mit sowas um. Yamit zum Beispiel. Yamit auch schon, Yamit 85, seit sehr vielen Jahren jetzt schon dabei. Ich habe heute zum ersten Mal die echte Story gehört. Sehr geil. Hi, herzlich willkommen hier bei uns im Livestream, dem allerersten Livestream als Twitch-Partner. Ja, we did it. Chat, we did it. Oh mein Gott, der allerschönste Haken auf Twitch, den du bekommen hast. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben. Ich kann das noch nicht greifen. Es geht nicht. Es ist noch nicht machbar. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Haken. Dankeschön. Es ist nicht mein Haken, es ist unser Haken. Ich habe da nicht alleine für gekämpft. Ich habe nicht alleine dafür über ein halbes Jahr jetzt für gekämpft tatsächlich. Es gibt keine Worte, die in irgendeiner Weise dem gerecht werden würden, was ich sagen wollen würde. Es gibt dafür keine Worte. Das Wort Danke klingt immer so salopp, aber das ist das höchste Wort, was ich sagen kann. Und ich bin super dankbar über all das, was passiert ist, über diese tolle Community und all das, was jetzt noch kommt, weil wir haben ja gerade erst angefangen, Chat. Was ist das? Ist das das Bimmeln vom Hype Train? Was ist das? Seit wann gibt es das? Hype Train. Was ist das? Warum ist das so? Das seid doch ihr gewesen. Das seid doch ihr. Das habt ihr nicht gemacht. Dana war ja Moini. Er ist getriggert von was? Von dem Toastbrot? Es ist doch so niedlich, Kiek geben. Wie es langsam auf dich zukommt. Und dich in den Schlaf singt. Dann werdet ihr nämlich auch verstehen, was es mit dieser Box auf sich hat. Und was diese Box mit der ganzen Spendenaktion überhaupt zu tun hat. Ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt, was drin ist und wann wir die Box öffnen dürfen. Und hier nochmal vielen, vielen Dank an das Team von Life for Life, dass ich ein Teil davon sein darf, von dieser ganzen Aktion, von diesem super starken Event. Und ey, Respekt für die ganze Arbeit, die ihr macht. Und danke für diese wunderschöne Box. Auch ganz, ganz toll. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Talks führen darf, dass sich so viele Menschen inzwischen trauen, über ihre Geschichte zu erzählen, über sich zu erzählen. Danke dafür und auch danke nochmal dafür für die Menschen, die auch zuhören. Das ist nämlich genauso wichtig, wie die Menschen, die erzählen. Und wo ich gerade dabei bin, mich zu bedanken, möchte ich mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei meiner Community bedanken. Denn ihr habt was geschafft, was ich für unmöglich gehalten habe. Ich habe gedacht so, hey, Twitch-Sub-Challenge, machen wir einfach mal mit. Die Abstufung, beziehungsweise der erste Meilenstein lag bei 250 Subs. In 2 Wochen, also vom 11. bis zum 24. April, geht die Twitch-Sub-Challenge und die wurde innerhalb der ersten Woche erreicht. Das ist insane, das ist Wahnsinn. Dafür kann ich auch nur 25.000 Mal Danke sagen. Es ist wirklich, wirklich krass. Vielen Dank für diese wahnsinnige Unterstützung und Dankeschön für den unendlichen Support. Ich bin ungeschminkt. Ich bin ungeschminkt. Bitte, bitte, bitte nicht judgen. Das ist mein Gesicht. Geht nicht wieder raus. Das ist kein Geist. Es ist kein Geist. Ich bin's. Nur ohne Make-up. Pavarotti oder wie der? Wie heißt das? Wie heißt der? Pavarotti.
Schade, ich muss eine neue Liste machen. Dark Soul, vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Es gibt Millionen Streamer auf dieser Plattform, aber du hast dich dazu entschieden, einer blinden Streamerin mit einem Kackhut auf dem Kopf und feuchtem Toilettenpapier gerade deinen Prime-Sub zu geben. Dankeschön dafür. Der Monat Juni war einfach absolut insane. Wir durften im Rahmen des Pride Month auf der Twitch-Startseite streamen und das war einfach nur wundervoll. Wir waren laut, wir waren bunt für die Regenbogen-Community. Wir haben so viele tolle Strong-Story-Talks gehabt. Ja, dass man okay ist und dass man nicht, dass es nicht falsch ist, dass man sein darf, wie man ist und dass man sich da gar nichts anderes einreden lassen soll, dass man nicht komisch ist, so wie du es gesagt hast. Mhm. Und dass, bevor man jetzt irgendwie einen Kompromiss eingeht, lieber jemanden findet, der das gut findet, so wie man ist. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Absolut. Dass man da nicht irgendwie Abstriche macht, dass man jemanden findet, der dich feiert und nicht duldet. Freunde, ich kann meine Freunde an einer Hand abzählen und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich diese Menschen habe. Ich glaube, es ist ein Privileg, Menschen Freunde zu nennen. Ich glaube, wir dürfen Freunde nicht als selbstverständlich ansehen, weil das ist genauso wie ein Lebenspartner oder wie eine romantische Beziehung. Ich meine, wie crazy ist es, dass zwei Menschen genau dieselben Sachen cool finden, beziehungsweise selbst wenn sie es nicht cool finden, dass sie irgendwie, obwohl sie selber ihren eigenen Weg gehen, dann auch noch mit jemand anders zusammen irgendwie, weißt du was? Ich meine, das ist absolut abgefahren. Und ich glaube, bei Frauen. Ja, moin. Ich gehe nach Hause. Ich glaube, bei Freunden ist es auch so. Ich glaube, wir können es als absolutes Privileg ansehen, wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die wir Freunde nennen. Und ich weiß, dass ich eine wundervolle Community in meinem Rücken habe, die es auch verdient hat, noch mehr gesehen zu werden. Also ich stehe nicht nur, und das ist das, worauf ich eigentlich gerade auch hinaus wollte, ich gehe diesen Weg nicht alleine. Ich gehe diesen Weg, den ich da jetzt mache, den gehe ich nicht alleine, weil ich weiß, dass da hinter mir in meinem Rücken über 9400 Leute sitzen und die es verdient haben, gehört zu werden. Deutschland, und da muss ich wirklich auch auf Deutschland und auf Bundesebene sogar reden, du kannst mir nicht sagen, dass Deutschland inklusiv ist. Das ist absolut nur mehr Schein als Sein, dass es eine Maske tragen, damit irgendwie das so cool ist für manche, aber ja, das einfach, ist nichts. Es ist nichts. Dass man sich das ansteckt, aber es passiert einfach nichts. Wie Richtig. Viele kämpfen dafür, ja? Du hast ja auch mit Raul gesprochen und so. Ja. Wie lange macht der das schon? Du darfst dir selber nicht sagen, dass du was Besseres bist. Du darfst dir selber nicht sagen, dass du, also was Besseres im Sinne von, du bist gut, du kannst was, du hast Talente, du siehst gut aus. Das darfst du nicht sagen, weil dann bist du ja arrogant. Und Arroganz ist ja etwas Schlechtes. Chat, ich gebe euch einen Spruch mit auf den Weg. Selbstliebe sieht nur von unten aus wie Arroganz. Und den könnt ihr gerne so mitnehmen. Also ich erzähle euch jetzt was, aber das dürft ihr nicht weitererzählen. Manchmal, wenn ich an meinem Leuchtturmfenster stehe, habe ich einen Bademantel an, ja. Den habe ich geklaut aus dem Hotel und der ist halt weiß, so wie alle Hotel-Bademantel. Ja, und jetzt musst du mir überlegen, jetzt steht da so eine weiße Frau im weißen Bademantel oben auf dem Leuchtturm. Was meinst du, was die Seefahrer denken? Daher kommen nämlich diese ganzen Geistergeschichten. Mhm. Wirklich, ist so passiert. Ich lüge nicht. Okay, ich mach's jetzt, okay? Ich mach's jetzt. Hey.